Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Dingskirchen. Namen fast vergessen. Wie hieß es noch? Robert Kraft, genau. Robo-Dingsbums. Robo-Dingsbums. Wusch, wusch, wir wollen loslegen. Ich bin fertig. Können wir? Ich bin auch fertig. Geil. Dann lass uns mal loslegen. Scheiße. Ach, man. Woran merkt man, dass man immer noch in der gleichen Session ist? Wir sind immer noch über den gleichen Scheiß wie in der letzten Woche am Gibbeln. Also wer es verpasst hat, zurück. Eine Woche zurück. Ach, schön. Ach. Und wenn man so langsam anfängt, so an den Wangenknochen so langsam das zu spüren, dass das so ein bisschen wehtut. Dann. So ein bisschen übersäuert auch, ne? So, dass ich... Ja. Ja. Ist schon schön. Was jetzt nicht so schön ist, hat er nicht startet, verdammte Axt. Aber ich habe noch ein bisschen Schokolade. Das macht das alles wieder gut. Boah, Schoki. Hm? Schokoladen-Osterei von letztem Jahr. Ja, das ist doch noch gut. Natürlich ist das noch gut. Aber wir haben euch gesagt, so, wo Ostern jetzt schon vor der Tür steht, wobei, warte mal, jetzt ist Ostern ja schon lange vorbei. Siehste. Ja, jetzt habe ich wahrscheinlich schon ein neues Schokoei. Lege das dann wieder in die Ecke. Oh! Es geht los. Ich habe mir gerade zum Hobby gemacht, immer so die alte Schokolade so ein bisschen einzuschmelzen. Und mir dann die Hose. Und dann mache ich mir selber Schokoeier. Noch Überraschungseier. Spiel, Spaß und Spannung, oder wie? Gott. Ich hätte beinahe was gesagt, aber ich kann es mir gerade noch verkneifen. Scheiße. Es gibt doch auch diese Überraschungseier zum Auslöffeln, oder? Ich kann doch schon nicht arbeiten hier. Achso, ich krabbe hier gerade über den Berg. Ja, ja, ich versuche zu fliegen, aber es ist eher ein Versuch anstatt eines Fluges. Ja, mein T5er will auch nicht so richtig. Oh, 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 aua! Ich hab Schmerzen, heil mich! Ja, ich muss ja mal hier versuchen, auf Fuß zu kommen. Da oben fliegt ja auch was. Ja. Bist du das? Ja. Ich bin das schwirrende etwas hinter dir. Ja, ob das schwirrt oder nicht, das sehe ich gar nicht. Ich hab grad den Bomber im. Ich wollte gerade noch ein bisschen an dem Bomber dranbleiben eigentlich, aber okay. Ja, mach das. Bin gerade abgestürzt. Wo kommt denn der Schatten hierher? Ach, du bist das! Ja! Ich bin gerade ein bisschen über dich hergeschossen. Oh, da unten ist Liebe. Oh, Liebe, Liebelei. Komm, mach was. Mach sie alle platt. Oh, oh. Was machst denn du da? Jetzt flieg ich auch nicht mehr. Also festzuhalten wäre, es ist nicht besonders zuträglich, als Walker einen Rotor obendrauf zu haben. Oh, jetzt habe ich wieder einen Rotor. Ich hab was geheilt. Aber jetzt ist mein Rotor und drunter sehe ich aus wie so ein Mixer. Jetzt nicht mehr. Aber du stehst deine Position ja schon eiser mit deinen 12%. Ja, kannst du sehen. Oh. Nein, also so fliegen ist kacke. Oh nee. Der Nonli ist da aber ein bisschen versierter, glaube ich. Ja, aber der hat auch zwei von den Dingern. Nein, drei. Ja, und der Makuratatoku. Wie heißt der? Makuratatoku. Ah ja. Aber der hat einen großen und einen kleinen. Ja, vorne hat er auch viel Gewicht und hinten wenig. Das macht Sinn. Gar nicht Trumpf aus. Aber der andere ist viel besser gebaut, der mit den drei. Der hat nämlich auch überall die Thruster dran. Der kann relativ. Der gibt halt voll Motte da. Ja.
Gebiet, Mann. Die sind doch gerade, starten doch nicht fast, oder? Ölmonte gibt er aber nicht. Stimmt. Ich hätte jetzt gedacht, da kämen mehr rum, aber naja. Ja, vielleicht bremsen sie das wieder ab. Bisschen die Elite-Dinger. So, jetzt macht ihn platt da. Dann haben wir wenigstens gewonnen. Juhu! Erstaunlich effizient, dieser Typ. Naja, gut. Ja, aber das, was wir gemacht haben, war ja auch effizient, muss man ja mal sagen. Also, vor allem nicht. Der da so gezielt und kontrolliert geflogen. Ich habe gerade irgendwie Bock, das Ding komplett wegzureißen, was der hat. Der ist halt irgendwie nicht schön. Ist zwar selten. Du sollst auch keinen Schönheitspreis gewinnen, du sollst effektiv sein. Ja, aber die Frage ist ja schon allein, lohnen sich wirklich die 6 Stelzen, die der hat, oder eher nicht? Also, ich kam mit 3 immer bislang sehr gut aus. Ich überlege gerade, ob ich das alles wegnehmen soll. Aber dann müsste ich jetzt wieder eine komplette Folge lang bauen, das wäre auch schlecht. Deswegen machen wir einfach mal. Einfach nochmal Battelle. Ja, Moment, ich habe gerade mal. Ich wollte wenigstens mein Heli eben loswerden. Sonst bin ich hier wieder Mr. Effektiv und. Ready for your Platon. Ach, jammer nicht rum. Dim, dim. Ach nee, schön, aber. Ja. Aber man merkt, es ist schon deutlich weniger los als noch vor ein paar Monaten. Ja, das auf jeden Fall. Ach, aber guck mal, ein 7er. Aber? Ja, für so einen Free-Titel ist das immer noch schon. Hat's, glaube ich, ganz gut eingeschlagen. Ich habe immer noch das blöde Rotorblatt drauf. Na egal. Hast du jetzt nur Beine abgenommen, oder wie? Nö, nicht mal das. Ich war halt total kontraproduktiv. Ich habe halt einfach drauf gedrückt. Ach, scheiße, oder? Bin die Biber. Bumsebiene. Den macht den nackig. Gott. Ich habe doch echt einen totalen Schuss heute, ey. Ich glaube, ich habe jetzt heute einfach gerade so einen geilen Schuss, dass ich nachher einfach noch ein bisschen weiter folter. Oh, ich habe ein Bein vergessen. Ich habe nur Tabo 2. Scheiße. Ich hätte nicht gedacht, dass es dran bauen soll. Ja, jetzt laufe ich nur noch seitwärts. Ach, machst du jetzt meine Soldbär? Ich komme da mit meinen 6 Beinen seitwärts. Aber ich kann in die Luft springen und mich dann drehen durch meine Förster. Das ist schon mal gut. Guck mal, ich kann auch in die Luft springen. Und dann kann ich auch wieder landen. Du weißt, dass es keine Flipper mehr gibt, ne? Ja, man kann aber sicher trotzdem flippern. Ah, man kann trotzdem flippern. Wie denn? Mit F. Ah, okay. Das heißt, sie haben sie einfach nur rausgenommen, weil einfach. Weil ja, wahrscheinlich jeder sie vergessen hat. 10 Sekunden, bis du dich umgedreht hast. Dafür passiert's kontrolliert. Aha, interessant. Ich wurde übrigens verspottet. Du bist verspottet? Haha. Es ist bis jetzt erschreckend ruhig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das. Über die Außenbahn unterwegs, weil da kriegen Leute von uns Schaden. Ist das Attacke? Ja, ich muss mich erst wieder umdrehen. So mit 2 Beinen ist doch ziemlich. Miserabel? Wie es optimal. Ach du Kacke. Hast du sie gefunden? Ja. Aber du siehst ja noch gut aus. Ja, natürlich. Ich bin ja auch, ne? Prinz Wurstsalat. Ist das da hinten einer von uns? Ich weiß es nicht. Ich erkenne gerade relativ wenig, aber ich glaube, jetzt gerade kriegen die auf den Sack. Ja, und ich krebs hier ein bisschen vor mich. Oh, da ist was. Ich hab's gesehen. Du bist immer noch ganz heile. Ah, jetzt nicht mehr. Ich komme. Ey, lauf doch nicht vor mir weg. Doch! Aus purer Bosheit, du hast mich ausgelacht! Los, heim mich doch! Heim mich! Ach, hör mal. 2 Beine ist echt scheiße. Ich glaube, ich baue mir jetzt mal meinen Rotorix hier ab. Ich vielleicht wieder ein drittes Bein dran? Nein, dritte Beine werden total überbewertet. Eigentlich schade ist. Weil es schade war.
könnte mir noch ein paar Raster dran bauen. Warte mal. Movement. T4, T2. T2 braucht wie viel CPU-Load? 11 P-Flops. Und die brauchen 15 P-Flops. Ja, ich sollte dann also definitiv mal die T6-Raster noch nehmen. Ich weiß nur nicht, ob das dann klappt mit dem Hochheben. Also der springt irgendwie... Ich glaube, der ist einfach in sich halt einfach zu schwer, die fette Sau. Ja, mit 8 Beinen, na, was erwartest du? Das sind 6, aber egal. Sind die Beine so schwer? Obwohl, ja. Ja, dann nehme ich mal 2 Beine runter. Dann habe ich auch... mal nachgucken. Ja, guck mach mal nach. Mach mich mal schlau. Mach dich mal schlau. Die Beine wiegen 12,5 Kilo. Geht aber eigentlich. Oder das ist vielleicht meine doppelt dicke Platte, die ich hier drunter habe. Ich habe es jetzt trotzdem mal reduziert. Ich kann auch ein paar kleinere Thruster hier dran kleben, einfach mal so lalala. Lalala. Tirili und Tirila, Tirila und Tirili. Wahrscheinlich werde ich gleich einfach wieder total mich im Kreis drehen, wie so einen wahnsinnigen Geistesgestörten. Macht aber nichts. So, da haben wir hier noch ein Raster dran gebaut und dann haben wir hier noch ein Raster dran gebaut. So. Gibt es eigentlich dieses penetrante Piepen nicht mehr, oder? Doch, das piept schön. Bist du einfach gerade so tiefenentspannt? Nö, die Protoniumkristalle. So. So. Ah, auf geht's, ab in die Schlacht. Bei Heiler. Bei dir piept's wohl. Alter, ich sehe richtig schlank aus jetzt. Ich habe abgenommen, hör mal. Ist so. Ja, wenn man das jetzt so, also das nur als Hörspiel hätte, dann. Und als du wüsstest, wovon es rums geht hier, dann. Ja, ich habe eine Wespentaille jetzt. Mhm. Hast dein Korsett wieder ein bisschen enger geschnürt. Mhm. Oh. Entschuldigung, war Absicht. Nein, ja. Ah, sehr gut. Mal gucken, wie weit ich jetzt springe. Du bleibst da. Nein, der kippt immer noch vorne rüber. Das ist doch kack hier. Wieso denn? Habe ich hinten zu viel... Ich bin einfach zu... Balance mal ein bisschen arbeiten. Ja, ich bin einfach zu durchtrieben hinten rum. Au. Ich bin hier auf dem... Oh. Ich geh da nicht hin. Scheiße. Ach man. Du bist aber auch gar nicht übertrieben mit deinen Heildingern, oder? Aber ich kann auch heilen, wenn ein paar kaputt sind. In alle möglichen Richtungen. Ja, und du brennst gerade irgendwie so ein bisschen. Willst du Glas produzieren oder was machst du da? Der da hat übrigens 76% nur noch vor dir, ne? Ja, der hinter mir hat aber auch Schaden. Ja, aber der andere hier ist hübscher. Ja, der hinten ist aber, der ist aber jetzt kaputt. Los, holen dir! Oh, ich glaube, ich krieg auf die Schnauze. Ich glaube auch. Wie sie alle immer nur mit Rechtsklick arbeiten. Jetzt haben sie mich. Oh. Das ging jetzt gerade erschreckend schnell, ja? Ja. Ey, der ist ja nicht schlecht hier, dieser Sandra-Rei. Der ist auf jeden Fall kräftig schnell. Ja, aber... Kommt der denn vorwärts? Der durch die Hovers. Achso, der hat ein paar Frost... Achso, ich hab die, die Hoverblades nicht gesehen. Warte mal, unter was steht denn der eigentlich? Ist das hier eventuell dieser, dieser schnelle Heiler? Das war doch dieses komische Symbol mit dem Halbkreis. Nein, der hieß so nur. Das war der Name, den er seinem Roboter gegeben hat. Ist das so? Ja. Und welche Klasse ist das sonst? Was ist denn dieses Halbkreis? Ja. Keine Ahnung, der Medic ist immer das Kreuz.
Jetzt halt doch auf den einen Typen drauf da, du Held. Naja. Ich glaube, ausbalancieren ist bei Helis unwichtig, weil irgendwie hat der eine nur einen. Ah, jetzt hat er einen zweiten. Ist trotzdem einfach mal genau gleich stehen geblieben. Ja, gut. Eigentlich traurig, weil sonst haben sie immer so viel Wert auf die Physik gelegt und jetzt, ja. Aber ich glaube, dann würdest du zu einem sehr anfälligen Ziel werden, oder? Ja, gut, das kann natürlich auch sein. So. Dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ja, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.